Jojojo, Freunde, was geht ab? Heute mal zu einem anderen Video. Und zwar ist mir eine Insta-Story zugekommen von einer Landespolizei bzw. Länderpolizei. Blende ich hier kurz ein, die Instagram-Seite, um welche es geht. Und die waren mit ihrem Kamerateam, Medienteam, was auch immer unterwegs und haben jemand begleitet. Und ich würde sagen, wir springen jetzt direkt rein in die Story. Ich unterbreche zwischendurch, wenn ich was dazu zu sagen habe oder ähnliches. Und dann analysieren wir mal das Ganze. Ja, bereits auf dem ersten Bild sehe ich einen Polizeibeamten, der augenscheinlich eine Abgasanlage untersucht. Also vermute ich mal, dass wir zusammen mit der Soko Tuning, Racing, Poser etc. irgendwo unterwegs sind. Wir sind mit Klaus und Daniel von der AG Trupp unterwegs. Alles klar. Ich nenne die Beamten jetzt trotzdem beim Vornamen, weil es halt auch in der Instagram-Story so angegeben ist, sonst würde ich natürlich das Sie benutzen. Dann kommt die Frage, wofür steht AG Trupp? Spaßeshalber habe ich hier natürlich Arbeitsgruppe gegen reisende Tätergruppierungen angeklickt. Das ist aber die Arbeitsgruppe gegen Tuner, Raser und Poser. So. Halt, stopp! Jetzt folgende Sache. Warum, liebe Polizei, ich hoffe, dass Sie das Video sehen, schmeißt man alle diese Leute in einen Haufen? Ich verstehe, dass der Oberbegriff Autos der Fokus ist. Ist cool, gehe ich mit, gehen wir alle mit, ist konform. Aber wir Tuner distanzieren uns ganz, ganz stark von irgendwelchen illegalen Straßenrennen sowie von Autoposern. Ich komme jetzt hier aus der Nähe von Düsseldorf und es ist allseits bekannt, wenn das Corona-Thema jetzt irgendwann mal durch ist, dass die Köhe eine sehr gern genutzte Straße ist oder Alleestraße, wie auch immer, wo Leute ihre Autos präsentieren und das auch lautstark. Bin ich absolut gegen, geht mir tierisch auf den Nerv, um das human auszudrücken. Es nervt mich tierisch, wenn ich in der Einkaufsstraße irgendwo hergehe und da kommt einer, ist mir egal, was es für ein Auto ist, aber meint er, den dicken Max markieren zu müssen und belästigt quasi die Passanten mit seinem Motorgeräusch, seinem Auspuffgeräusch, seiner Lautmusik, was auch immer. Fühlen sich eigentlich sehr, sehr viele Tuner von genervt. Deswegen distanzieren wir uns da sehr, sehr stark von. Und dann, ich nenne sie einfach mal hirnverbrannte Vollidioten, welche meinen, mit ihren übermotorisierten Fahrzeugen oder teilweise normal motorisierten Fahrzeugen, auf deutschen Straßen, ist mir egal, ob es auf der Landstraße, Autobahn, Innenstadt, Spielstraße, vor der Currywurstbude oder irgendwas, irgendwelche Rennen fahren zu müssen. Damit haben wir nichts zu tun. Ich behaupte mal, dass diese Schnittstelle oder prozentuale Schnittstelle zwischen Rasern und Tunern in einem einstelligen Prozentbereich ist, wenn überhaupt. Weil wir gehen her, wir pflegen unsere Fahrzeuge, stecken unheimlich viel Geld rein in die Individualisierung, Aussehen etc. Das hat nichts mit Rennen zu tun. Wenn ich jetzt hergehe und in meinem Fahrzeug, ist egal welches Alter das ist, mehrere tausend Euro versenke, möchte ich, dass das Ganze gepflegt wird. Dann versuche ich nicht irgendwas oder irgendwie möglichst schnell um die Ecken zu fahren oder Passanten zu gefährden oder andere Verkehrsteilnehmer oder Tiere, Leute zu belästigen oder was auch immer. Von daher, liebe Polizei, das geht nicht nur an Sie in Hessen jetzt raus, das geht überall raus. Können Sie diese Sondergruppen, Sonderkommissionen, Arbeitsgruppen, wie auch immer, wie die im jeweiligen Land genannt werden, nicht so ein bisschen aufsplitten? Von mir aus Arbeitsgruppe Tuning, gehen wir vollkommen vor mit. Akzeptiere ich, ist okay, ist das Recht, diese Fahrzeuge, die individualisiert sind, oder auch andere Fahrzeuge zu kontrollieren. Nur, es würde schon reichen, wenn man uns nicht zusammen mit irgendwelchen wie drückt man das jetzt vorsichtig aus,
nicht so klugen Menschen in einen Topf wirft. Ja, weil mittlerweile sind ja illegale Straßenrennen, das ist ja schon eine Straftat. Und ich distanziere mich oder wir distanzieren uns ganz, ganz weit von irgendwelchen Straftaten, die wir begehen. Wenn irgendwelche Sachen mal nicht eingetragen sind, irgendwelche Kleinigkeiten, okay, Ordnungswidrigkeit, gehe ich vollkommen konform mit. Der Mangel muss abgestellt werden, keine Frage. Aber das hat noch lange nichts damit zu tun, irgendwelche anderen Menschenleben zu gefährden, wenn ich wie ein Vollidiot durch die Innenstadt baller. Aber das soll soweit jetzt erstmal gewesen sein. Schauen wir uns die Story mal weiter an. Okay, jetzt könnten wir Fragen stellen, was ich jetzt nicht tun möchte, weil ich das aufgezeichnet habe. Hallo, ich bin der Daniel. Ich bin stellvertretender Leiter der AG Trupp. Ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Das ist klar, erstes Fahrzeug, was kontrolliert wird, augenscheinlich Fabrikat BMW. Andere Felgen drauf, andere Reifen und ich würde auch mal fast behaupten, dass das Fahrzeug tiefer gelegt ist. Ich kontrolliere jetzt die Rad-Reifen-Kombination. Eingetragen ist eine Felge 9x19 und mit einer Distanzscheibe hinten drauf von 5 mm, wie man hier sehen kann. Alles klar, gut. Der Beamte erzählt halt jetzt, beziehungsweise der Daniel erzählt halt jetzt, dass es auch eine Distanzscheibe verbaut hat. Augenscheinlich würde ich sagen, sind da hinten auch ATE-Discs drauf mit der Schlitzung und halt eine andere Felge zusammen mit dem Reifen. Und er prüft jetzt halt, ob das Ganze legal ist oder ob das eingetragen ist und konform ist. Wir prüfen jetzt noch, ob es sich um den Reifen auch handelt und die Felge, der auch in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist. Hallo, ich bin der Klaus, ich bin der Leiter der AG Trupp. Steht für Tuner, Raser und Poser und wir sind dazu da, um diesen Phänomenbereich etwas zu begleiten, sprich wir sind die Rennleitung auf der Straße. Okay, da stellt sich der zweite Beamte vor, das ist der Klaus, nennt er sich, und sagt, dass er der Leiter von der AG Trupp ist. Ja, und er sagt, er wäre die Rennleitung für die Straße. Ich würde es begrüßen, wenn wir keine Rennleitung mehr auf deutschen Straßen benötigen würden, sondern wenn alle mit einigermaßen normalem Menschenverstand ihr Fahrzeug durch den Straßenverkehr bewegen, um solche Sachen nicht kommentieren zu müssen, begründen zu müssen oder ähnliches. Trotzdem ist es lustig aufgezogen, dafür geht erstmal ein Shoutout raus an den Beamten. Rennleitung von der Straße finde ich gut. Ja, schauen wir uns das Video weiter an. Okay, jetzt nimmt ihr hier gerade eine Geräuschpegelmessung an einem Auspuff vor, ja, mit dem Abstand ungefähr in dem Winkel, das passt soweit. Ja, jetzt die Frage, ist er zu laut? Ich gehe mal davon aus, dass er zu laut ist. Hurra, ich hatte recht. So, er sagt, zu laut 94 Dezibel bei erlaubten 82. Betriebserlaubnis erloschen, das Auto kommt mit. So. Und jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass viele von euch da draußen sagen, warum stellt ihr dich an, das sind ja nur, keine Ahnung, 8 zu viel. Aber passt auf, ja? Dadurch, dass ihr diesem Menschen von angezweifelt folgt, ja, diesem Dennis und diesem Thilo oder jenem Thilo, Grüße gehen natürlich raus an euch zwei, und der Dennis zusammen mit dem Heiner vom TÜV Süd, diese Tuning-Bibel, veröffentlicht hat, auf den Markt gebracht hat, um euch weiterzuhelfen, gehen wir jetzt zu dem Kapitel Lautstärke ist nicht alles, die Dezibelgrenze. Wir gehen auf Seite 98 und nehmen oben links aus der ersten Passage folgenden Auszug. Wenn ich jetzt Buchstaben und Zahlen zusammen benutze, bezieht sich das alles auf den Fahrzeugschein, um das verständlich zu machen. Wird der in Feld U1 im Fahrzeugschein eingetragene Wert mit der Toleranz von 5 Dezibel eingehalten, so wird davon ausgegangen, dass auch der Fahrgeräuschwert nicht überschritten wird. Liegt der im Stand gemessene Wert darüber, muss durch Fahrgeräuschmessung nachgewiesen werden, dass der eingetragene Fahrwert trotzdem eingehalten wird. Ist dies nicht der Fall, erlischt die Betriebserlaubnis. Und damit ist das auch schon fertig, das Thema. Das heißt, ihr habt eine großzügige Toleranz von 5 Dezibel, also 5 dB
über eurem eingetragenen Wert sein. Und das heißt, ey, okay, pass auf, je nach Kulisse etc. passt das und ihr seid durch mit dem Thema. Wenn ihr aber jetzt 8 darüber seid, sind wir nicht mehr bei 5, also seid ihr raus. Damit seid ihr, damit hat es geklickt, damit seid ihr safe durch. Ja, dürft ihr euch nicht beschweren. Weil übrigens 10 Dezibel zu laut führt dazu, dass das menschliche Ohr schon fast doppelt so laut ist. Ja, das, man sagt ja immer, das ist ja nur 1, 2. Diese 1, 2 ist nicht wie, wenn ihr hochzieht, 1, 2, 3, 4, 5. Das ist von der Wahrnehmung her viel, viel lauter. Von daher gehe ich mit, Auto zu laut, Auto wird beschlagnahmt und dafür gibt es auch keine Mängelkarte. Die Karre wird mitgenommen, das wird einem studierten Prüfingenieur vorgeführt, der macht die geeichten Tests mit dem Fahrzeug und daraufhin habt ihr eure Strafe wie einen Mann oder eine Frau zu tragen. Bums aus, fertig. So, weiter schauen wir ins Video. Wir sind hier in der Werkstatt der 3. Bereitschaftspolizeiabteilung in Mülheim. Wir haben hier eine Hebebühne, Kfz-Hebebühne, da werden wir jetzt den BMW hochheben und uns das Auto von unten angucken. Okay, jetzt geht es darum, dass Sie halt in der Polizeiwerkstatt irgendwie sind, bei irgendeiner Inspektion, keine Ahnung, und das Auto halt von unten begutachten wollen, um zu gucken, vielleicht ist es ja auch nur ein Verschleiß. Alles klar. Winner, Winner, Chicken Dinner. Wir haben einen Vollidioten gefunden, der einen sehr, sehr wichtigen Teil seiner Abgasanlage einfach mal entfernt hat. Herzlichen Glückwunsch dafür, da kann man auch ruhig mal beklatschen. Wer den Mittelschalldämpfer ausbaut und in der Hoffnung damit fährt, dass die Polizei das nicht mitkriegt, leidet ganz klar an dem Fall tot wegen doof. Ja, ihr habt das vorsätzlich manipuliert und da zählt auch nicht, ja, ich habe das Auto so gekauft. Dafür habt ihr den Kopf gerade zu halten und die mögliche Strafe wie ein Mann zu tragen. Punkt, aus, Ende. So, und jetzt mache ich einen Akkuwechsel der Kamera, weil der ist nämlich leer. Akku ist gewechselt, gucken wir weiter. Ja, alles klar, das Ganze dokumentiert wird, ist natürlich klar. Für die Akte. Das Fahrzeug ist jetzt sichergestellt, der Daniel schreibt schon das Sicherstellungsverzeichnis. Nächste Woche wird dann ein Gutachter das Auto genau in Augenschein nehmen und wird hierzu ein Gutachter. Ja, gut, das ist, was ich gesagt habe. Es wird jetzt ein unabhängiger Prüfingenieur dazugezogen von irgendeiner Prüfstelle, die staatlich zertifiziert ist und wird das Ganze bewerten, begutachten und dann seine Dokumentation der Polizei vorlegen und sagen, was daran legal ist, beziehungsweise was illegal ist, was so nicht zugelassen ist oder beziehungsweise nicht eingetragen ist. Ja, ein netter Screenshot aus so einer Sicherstellung. Dem Fahrzeugführer und Halter erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, die mit einem Punkt in Flensburg verbunden ist. Zugleich muss er sich nach § 21 der Straßenverkehrszulassungsordnung um die Wiedererlangung der Betriebserlaubnis bemühen. Da habt ihr dann direkt eure Strafe bzw. die Ordnungswidrigkeit. Erstmal gibt es einen schönen fetten Punkt in Flensburg, der absolut unnötig gewesen ist. Zuzüglich ein Bußgeld, hier steht leider nicht bei, wie hoch es ist. Ich denke aber, es sind, ich tippe mal so um die 200 Euro plus Gebühren, irgendwie sowas. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, und dann muss der Fahrer sich natürlich, beziehungsweise der Halter, sich um die Wiedererlangung seiner Betriebserlaubnis bemühen. Ist ein bisschen Beamtendeutsch. Was heißt das auf gut Deutsch? Ihr müsst das so herstellen, dass das Ganze legal fahren darf. Das heißt in dem Fall wieder Mittelschalldämpfer, die Werkstatt bezahlen, wenn ihr die selber schrauben könnt, etc. etc. Das kostet dann nochmal ein paar hundert Euro und ganz schnell ist aus so einem geilen lauten Auspuff mal eben ein Taui geworden und ein Punkt in Flensburg. Kann man das vermeiden? Ja. Sollte man das vermeiden? Unbedingt. Eine Frage gestellt, was wir vorher gemacht haben. Ich habe eine Kfz-Mechaniker-Ausbildung vorher gemacht. Gut, jetzt geht es hier ein bisschen auf die Vorausbildung der Polizisten ein. Der Daniel sagt halt, dass er Kfz-Mechaniker gelernt hat. Ich habe gefragt, darf man Scheiben folieren? Das muss ich verneinen. Scheiben darf man nicht nachträglich folieren. Auch Rückleuchten darf man nicht folieren oder mit Lack oder Lasso überziehen, da hier das Signalbild negativ verändert wird. Stopp, halt, zurück. So, er sagt, Rückleuchten darf man nicht folieren oder mit Lasur überziehen. Ich hatte gerade eben so ein cooles Buch, ich hole das nochmal eben schnell. Und zwar sind wir jetzt hier wieder in der Tuning-Ratgeber auf Seite 129. Rechtsbündig wird das Gleiche erklärt,
was er sagt. Scheiben, Rückleuchten etc. dürfen nicht foliert werden. Jetzt lese ich vor, was hier drin geschrieben wird. Also das mit der Lasur und Folieren von Rückleuchten, wenn kein Gutachten vorliegt, steht hier auch no way. Das heißt, kein Weg, egal wie, hätte, Fahrradkette ist nicht. So, jetzt gehen wir aber einen Schritt weiter. Bei den hinteren Seitenscheiben sowie der Heckscheibe ist eine Tönung ohne weiteres möglich. Klammer auf, siehe auch Verkehrsblatt, Verlautbarung Nummer 127 aus dem Jahre 1986, Klammer zu. Sofern ein zweiter Außenspiegel am Fahrzeug montiert ist, bei der Auswahl der Folie sollte man immer darauf achten, dass ein Prüfzeichen vorhanden ist und dieses auch im angebrachten Zustand stets erkennbar ist. Also, das heißt, natürlich dürft ihr hergehen und den hinteren Teil des Autos bzw. die Glasscheiben, ja, also eure Sichtscheiben nach außen, folieren, sofern ein zweiter Außenspiegel vorhanden ist, die Folie zugelassen ist, das spricht, dass sie eine Nummer drauf hat und natürlich dafür auch eine Betriebserlaubnis vorliegt. Ob das eine allgemeine Betriebserlaubnis ist oder eine Eintragung, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Auch wenn der Klaus sagt, dass die Scheiben nicht poliert werden dürfen. Und jetzt ergreife ich mal ein bisschen Partei für den Beamten. Und zwar geht es einfach darum, er meint nicht eure Scheiben, die hinteren drei Scheiben oder fünf Scheiben, je nach Kombi, Limousine, von mir aus auch sieben, wenn ihr eine Stretch-Limo habt, keine Ahnung. Er redet von den sogenannten Streuscheiben auf den Scheinwerfern, Hauptscheinwerfer, Nebelscheinwerfer oder Rückscheinwerfer. Die dürfen nicht foliert werden. Sprich, die ihr nutzt, um im Straßenverkehr euch fortzubewegen, bei Dunkelheit, bei Dämmerung etc. etc. Diese dürfen nicht foliert werden. Und jetzt sagt einer, oh, der ist ja blöd, der hat keine Ahnung. Nein, hier vor so einer Kamera zu sitzen und gerade für Beamte, deren Job nicht ist, Leute wie euch zu belustigen, sondern euch einen Einblick zu geben in ihr Arbeitsleben, ist das ein bisschen schwierig, das so rüberzubringen, weil die wahrscheinlich auch nervös sind. Wenn ich jetzt an meine ersten Videos denke, wie ich mir einen zurechtgestammelt habe, schwamm drüber, aber ist egal. Wie gesagt, er redet hier von Streuscheiben, von den Scheinwerfern, Nebelscheinwerfern, Heckleuchten, dritte Bremsleuchte auch nicht mit Aufkleber abkleben, dann irgendein cooler Schriftzug zu sehen ist. Findet so nicht statt, ist verboten. Gibt es auch keinen Diskussionsbedarf, weil es festgeschrieben im Gesetz, Ende. So, weiter geht's. Ja, dann kommt, durch Folieren ist die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt. Hat er recht. Ich habe damals selber ein Experiment gemacht. Ich habe Nebelscheinwerfer mit so hellschwarzer Verdunklungsfolie folieren lassen, weil das besser zur Front gepasst hat, sah cooler aus. Der Nebelscheinwerfer hat zwar noch geleuchtet, aber das wäre genauso. Ihr fahrt jetzt in einem richtig geilen Karren, habt das vorne foliert und anstatt Nebelscheinwerfer stellt euch ein Teelicht da vorne rein, weil die Karre bzw. der Scheinwerfer hat überhaupt keine Leuchtkraft mehr. Ja, dann ist nicht der Schritt, okay, ich foliere den, dann packe ich halt ein stärkeres Glühelement rein oder LED-Element oder irgendwas. Nein. Diese Folie schluckt so viel Licht, dass die Verkehrssicherheit, wenn ihr diese jeweiligen Scheinwerfer benötigt, nicht mehr gewährleistet ist. Gerade bei Heckleuchten, wenn die normale Standardbeleuchtung dran ist, weiß ich, 21 Watt oder 21, 5 Watt Lampen oder nur 5 Watt Lampen, je nachdem, was für ein Fahrzeug ist, hinten drin sind, die werden je nach Stärke der Folie fast nicht mehr sichtbar. Ja, und das ist schon richtig, dass man das nicht so macht. Ihr könnt natürlich hergehen und euch von irgendwelchen Zubehörteilen oder Performance Parts bei BMW andere Rückleuchten holen. Diese sind sowohl zugelassen als in 99% der Fälle auch eintragungsfrei, weil sie eine ABE haben, sofern es richtig montiert ist und die richtigen Leuchtmittel eingesetzt sind. Aber das ist jedem selbst überlassen, nur nachträglich lasieren, folieren etc. keine Chance. Wenn ihr erwischt werdet, typischer Fall, tot wegen doof. Und mega einfach festzustellen für die Beamten der Polizei, vor allem von den Sonderkommissionen oder Arbeitsgruppen. Von daher erst den hier einschalten und dann den hier. Weiter geht das. Okay, jetzt wird so ein bisschen auf die Ausstattung eingegangen. Von den Sachen, die sie für die
Durchführung von den Verkehrskontrollen nutzen. Gut, das ist halt das Schallpegelmessgerät, ein Spiegel, halt um vor Ort vielleicht schon Manipulation am Auspuff etc. festzusehen, das Auto von unten abspiegeln zu können. So, dann ein Messgerät für Lichtdurchlässigkeit, was ich sehr spannend finde, was ich vorher noch nicht gesehen habe, wusste ich auch nicht, dass sie es benutzen. Und jetzt zeigt er uns halt, wie das quasi funktionieren soll. Okay, ihr habt ich sag jetzt mal, wie ich das habe, ihr habt eine sogenannte Testscheibe dabei, da steht ein prozentualer Wert drauf, der Lichtdurchlässigkeit, das ist diese Testscheibe, um zu gucken, ob das Gerät auch richtig arbeitet. Dann habt ihr hinten das Hauptgerät, dann kommt theoretisch eure Scheibe und dann kommt dieser zweite Teil von diesem Gerät dazu, was es quasi nachher hinten abdunkelt, um dann, oder ein anderer Sensor hinten drin ist, um das Ganze dann zu messen. Bei Frontscheiben, Seitenscheiben etc. gehe ich da vollkommen mit. Mich würde tierisch interessieren, wie das System an einer Rückleuchte funktioniert oder an einem Hauptscheinwerfer. Wenn ihr das wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Bin ich mega gespannt drauf, wie diese Technik funktioniert. Aber so können natürlich auch, wenn ihr jetzt hergeht und den hinteren Teil des Autos, wo ihr eure Scheiben foliert habt, vielleicht die falsche ABE dabei habt, wo ihr nur 75% habt, obwohl ihr 95er Folie drin habt. So können die Beamten das halt prüfen, was ich auch vollkommen okay finde, sofern dieses Gerät nicht irgendwas beschädigt bzw. die Folien zerkratzt. So, nächste Kontrolle, Offenbach am Main, weißer BMW glaube ich, wieder DB, wird festgestellt, alles klar, Winner, Winner, Chicken Dinner des Todes Deluxe. Und hier sind wir nicht nur um 5 dB oder 8 dB zu laut, nein, hier hat der Chef es geschafft, direkt um 16 dB laut zu sein. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob der auch einen Mittelschalldämpfer ausgebaut hat, aber das ist ein Wert, der ist deutlich zu laut. Deutlich, glaubt es mir, das ist, hier wird beschrieben, dass eine Zweitaktkettensäge 110 dB hat, wir sind da jetzt nicht mehr so viel von entfernt, also das ist schon brutal laut und wenn jeder, der mit einer Kettensäge schon mal gearbeitet hat, wird merken, dass das extrem aufs Gehör geht, sofern man keinen Gehörschutz trägt. Okay, wieder in der Werkstatt, Auto wird begutachtet, Sicherungen werden gemacht. Okay, Auto wird sichergestellt, Grund zu laut, manipulierter Auspuff, alles klar. Der Endschalldämpfer wurde aufgeschnitten, ausgeräumt und wieder zugeschweißt. Okay. Wir gehen davon aus, der Endschalldämpfer wurde geöffnet, geleert. Schweißen ist das nicht, Leute. Das ist Kleben, Punkten. Einer, der beim Schweißlehrgang nur gepennt hat, das ist kein Schweißen. Das ist einfach, das ist Murks, das ist Scheiße. Und das sage ich euch als Fachmann. Ja? Das ist gar nichts. Das ist so richtig, keine Ahnung. Es ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Das ist richtig Billo-Tuning. Das ist, wenn du Tuning bei Wish bestellst, dann kriegst du das. Ganz klar, die Resonanz ist daraus, du machst es aus, nimmst das Dämmmaterial raus, damit er sich besser anhört oder vermeintlich besser anhört. Damit wird er natürlich deutlich lauter, weil der Schall nicht mehr richtig absorbiert werden kann. Auch hier bei der Sicherstellung gehe ich vollkommen bei den Beamten mit, weil das ist, wenn du einen geilen Sound haben willst, der vernünftig ist, dann musst du bereit sein, das Geld für einen Sportauspuff zu investieren oder eine andere Abgasanlage. Diese natürlich eintragen zu lassen oder mit einer ABE zu fahren und dann ist gut. Aber nicht hergehen, dieses Wish-Tuning bestellen und dann denken, ich bin der König, weil ich jetzt für $3,22 inklusive Versand aus China nach Deutschland richtig geilen Motorsound habe. Bei dem Fahrzeug ist die Betriebserlaubnis erloschen, wie bei dem Fahrzeug zuvor. Es kommt wieder ein Gutachter, der sich das Fahrzeug anschauen wird. Ja gut, alles klar. Das ist das gleiche wie eben. Der Gutachter ist beauftragt, das Auto zu prüfen und seinen Bericht zu erstellen. Die Fahrt geht weiter. Gut, hier werden die Dienstgrade der beiden erklärt, Hauptkommissar und Oberkommissar. Okay, eine weitere Kontrolle. Fahrwerkzulässigkeit nicht nachgewiesen. Gelbe Nebelleuchten, Klammer auf Birnen. Birnen meint er natürlich nicht, es gibt kein Glühholz, sondern er meint Leuchtmittel. Lass uns aber auch, sehen wir auch drüber hinweg, weil umgangssprachlich sind es Glühbirnen für den Großteil der Bevölkerung, deswegen ist das so auch okay.
Und jetzt kommt die absolute Ehrenaktion, weil diese zwei Beamten haben die gute alte Mängelkarte nicht vergessen, aus ihrem Gedächtnis gestrichen oder ähnlichem. Der Fahrer bekommt eine Mängelkarte und muss den VW nochmals bei der AG Trupp vorzeigen. Ihr habt sogar eine Dokumentation über die Nebelscheinwerfer, dass die gelb leuchten, was wahrscheinlich nicht erlaubt ist, behaupte ich jetzt einfach mal, es ist nicht erlaubt, das wissen wir alle. Und deswegen, sofern es nicht eingetragen oder zugelassen ist, deswegen bekommt er so eine Mängelkarte, das heißt, okay, er wurde erwischt, es wurde angemängelt, er muss diesen Mangel beseitigen und abstellen, das Auto dann nochmal bei den Beamten von der AG Trupp vorführen, um dann die Sache auf sich beruhen zu lassen. Meist ist man dann auch so mit, weiß ich, 25, 30 Euro für die Mängelkarte durch und dann ist das Thema gut. Aber gehen wir weiter. Aus der Erfahrung her, alles schon mitgekriegt, alles schon erlebt, nicht an mir, sondern von Bekannten, Freunden etc. Szene, Foren, was auch ihr sucht euch aus. Es ist natürlich selten dämlich, wenn ihr hergeht, ihr kriegt die Mängelkarte, wollt den Mangel abstellen, macht das auch brav, zeigt das Fahrzeug vor, fahrt nach Hause, baut die anderen Leuchten wieder ein, fahrt abends los und genau die zwei gleichen Beamten, Polizisten, was auch immer, cashen euch wieder. Dann haben wir hier einen ganz klaren Fall von Tod wegen doof, weil beim zweiten Mal, das heißt, ihr habt aus der Antatung nichts gelernt, dann werden härtere Konsequenzen folgen, versprochen. Zu Recht, weil wenn nicht belehrbar ist, muss da auch zur Rechenschaft gezogen werden. Und von daher, wenn ihr schon das Glück habt, in der heutigen Zeit, ich sage es wirklich so, wie es ist, von einem Polizeibeamten aus so einer Sondergruppe, Arbeitsgruppe, wie auch immer, eine Mängelkarte zu kriegen, dann nimmt das als ganz knallharten Schuss von Bug, setzt die Anweisungen um, so wie sie zulässig sind, und dann ist das Thema für euch vom Tisch. Nachträglich nochmal herzugehen und mal gucken, wer der coolere von den beiden ist. Digga, kannst du voll vergessen, ziehst auf jeden Fall den Kürzeren. Und am Ende gibt es wieder riesengroße Krokodilstränen und sagen, die haben mich gefickt wegen so. Nee, haben sie nicht. Die haben dich dann zurechtgewiesen mit härteren Maßnahmen. Punkt aus, fertig. So, Story ist gleich vorbei. Okay, die nächste Auspuffanlage war hier auch zu laut. Es sieht nach einem technischen Mangel aus. Keine Sicherstellung, Mängelkarte. Auch hier wieder Ehren-Shoutout an Klaus und Daniel für die Mängelkarte. Ja, zu sehen ist auf dem Bild, ich behaupte einfach mal, es ist ein Fabrikat von der Firma Smart. Es kann natürlich sein, dass ihr gar keine Tuner seid, euer Auto trotzdem laut ist, weil ihr einen durchgerosteten Auspuff habt oder das Flexrohr irgendwo reingerissen ist oder ähnliches. Aber weil die Leute oder die Beamten das auch mitkriegen, dass ihr das nicht vorsätzlich gemacht habt, sondern vielleicht gesehen haben, okay, ey, da ist von der Stelle eine Schraube durchgerostet oder abgerissen, deswegen ist er zu laut, kriegen die dann eine Mängelkarte, dann fährst du in die Werkstatt, dann sagst du dem Mechaniker, hey, pass auf, habe ich gekriegt, die sollen das machen. Der tauscht die Schraube aus, macht eure Auspuffanlage, eure Abgasanlage wieder dicht, macht vielleicht noch einen Stempel von der Werkstatt drauf, dass ihr da wart, ihr fahrt wieder zur AG Trupp oder zur nächsten Polizeidienststelle, zeigt das vor, ein Beamter, Beamtin oder diverses, sage ich jetzt extra, hört sich das Ganze an, sagt, jo, Mangel ist abgestellt, vielen Dank, gute Weiterfahrt. Wie gesagt, hier auch wieder Riesen-Shoutout für die Mängelkarte. Von diesen Beamten sollte es mehr in Deutschland geben und weniger von diesen Beamten. Hey, okay, Bro, dein Auspuff ist zu laut von deinem Motorrad. Wir fahren jetzt hier an den Rhein. Du schmeißt dein Motorrad ins Wasser, deinen Helm hinterher und am besten geht es dann nachher auf die Rheinbrücke und springst auch in den Teich. Ja? Die können wir uns komplett schenken. Gerade diese Ranger, nenne ich sie mal. Diese übermotivierten Menschen, die ja so ein bisschen Napoleon-Komplex haben, um zu gucken, was man für ein cooler Typ im Dienst ist, weil, Thema egal, komm, scheiß drauf. Nur damit das klar ist, ich weiß, wovon ich spreche, ja. Deswegen, ich will hier nachher nicht unter dem Video lesen, irgendwie Polizisten, alle scheiße, ACAB oder ähnliches. Weil, erstens gibt es im Internet keine Anonymität mehr, ja, gerade hier auf YouTube. Und seid gewiss, dass die Polizei, die ich ja quasi hier positiv kritisiere und bitte, verschiedene Sachen anders zu machen, dieses Video sehen wird. Deswegen gebe ich euch den Anreiz, schaltet hier dieses Ding ein,
was der liebe Gott euch gegeben hat und spart euch irgendwelche Internet-Rambo-Kommentare. Peace. Okay, Klaus und Daniel verabschieden sich, bedanken sich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich vielmals für das Zeigen dieser, ja, dieses Diensttages, wie das Ganze so abläuft. Danke, dass es öffentlich ist. Danke, dass man das kritisieren darf in Deutschland. Danke, dass ihr das kontrolliert. Vor allem danke, dass ihr hier auch mal die Mängelkarte einwandfrei zückt, ohne direkt immer Abschlepper und über 44 Jahre die ganze Karre stilllegt. Auf jeden Fall dafür fetten Respekt. Aber, wie gesagt, tut uns den Gefallen. Ich weiß, warum ihr das Ganze AG Trupp genannt habt, wegen Arbeitsgruppe und Trupp halt als einfaches Wort. Ja, nennt es nächstes Mal, keine Ahnung, Apro oder so, weil sie Posa und Rasa. Aber lasst die Tuner bitte raus. In diesem Sinne, ich bin raus. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Heute ist Samstag, wir haben hier strahlenden Sonnenschein. Ich denke, viele von euch sind jetzt draußen unterwegs. Haltet die Ohren steif, fahrt keine illegalen Straßenrennen, lasst eure Sachen eintragen. Bis die Tage. Peace. Check the mic and make sure it sound right, boys.